Willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Nein, willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 von Tinzer LP. Ja, wir waren zuletzt in diesem Friedhofen des, was auch immer, wie sie auch immer jetzt heißen, keine Ahnung. Such nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs, der verlassenen. Ja, guck ich mal gerade. Wie sehr wir das hier ausgekundschaftet haben. Oh cool. Skelette können wir gleich abmoxen. Mehr Wut. Oh. Und tot. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf. Und sind nun bereit, alles niederzumähen, das atmet. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Oh, ey, ich hasse das. Das ist das einzige Doof an Diablo, wenn man hier, dass es immer so leckt und trinkt mich etwas auf. Oh, krieg ich hin, ey. Ich mache gerade was. So, und weiter. Von... Ach so. Hey, ihr den Schaden durch Angriff 2 Minuten verbleiben. Was bringt die im Winkel? Scheiße, ey. Aber... Ach, scheiß auf diese eine Erfahrung. 7, 9, 1. Egal. Jetzt habe ich vergessen, wie viel wert das ist, aber ist mir sowas dann egal. Ja, ach gut, jetzt leckt auch nicht mehr. Und, was habe ich jetzt? Da lebe ich mal lieber da lang. Ich will erstmal das da hinten auskundschaften. Jo. Ah, Skelette, cool. Ich brauche Wut. Oh. Oh. Und dann die 18er wegschmeißen. So wird das hier gemacht. Oh scheiße, zu früh. Und getötet. Noch eins. Sogar noch zwei, aber das ist ja cool, immer mehr kämpfen. Ach, ich liebe dieses Spiel, ey. Ich muss einfach sagen, es ist wirklich der Mega-Hammer. Besser als Minecraft und ich Let's Play ja beide Spiele, Minecraft und Diablo 3. Und Diablo 3 gefällt mir besser. Minecraft zocke ich gerne, weil es halt so ein unendliches Spiel ist. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Oh, der hat viele Sachen gegeben, aber schnell alles aufheben. Und dann geht es auch schon weiter. Und wie schon kurz was wir bekommen haben. Hey, Kugeln, das ist gut. Dann nehme ich mal lieber das hier raus und dann das und das weg und das auch weg und das auch und das auch weg. Und das da. Scheiß drauf, die 4% bessere Chance. Jetzt eine Frage. Was soll ich anziehen? Soll ich, ein Schild und zwei, und eine Rüst, ein Schild und ein Schwertdolch oder sonst irgendwas. Oder soll ich, immer zwei Waffen verwenden? Eure Frage, eure Kommentare und schreibt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Mehr Wut! Also 17 mehr Leben ist jetzt eigentlich noch ganz okay, weil 52 Leben, 17 mehr. Das ist eigentlich recht gut und hat eine ziemlich gute Verteidigung und Skelette, wie ich es liebe, die abzumocken und
Die Urahnen ja, segnen Level mich. 7. Und bekommen wir was Neues. Mal nachschauen. Neu, eine Rune. Ihr löst einen Schockwell aus, die von Punkt auf des Aufpralls ausgeht. Oh, nehmen wir mal das. Annehmen und schließen und laufen und Treppen runterlaufen. Und nach da. Und mal wieder eine Steinplatte und wir schauen uns kurz hier an. Ja, wäre nicht großartig was gewesen. Ist leider nichts. Kein Kampf. Traurig. Hm. Wo bleiben denn die Kämpfe? Hier ist eine Tür. Ist hier irgendwas? Nö. Gehen wir mal durch. Mal schauen, was passiert. Ich bin auf dem richtigen Weg. Die Krone muss in der Nähe sein. Cool. Oh, was war das, ey? Darf ich das Viech nicht mal töten? Ich brauche Wut. Ich brauche mehr Zeit. Stirb! Oh. So, getötet. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. Na toll. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Also sind wir laut diesen Typen nicht vernünftig. Vor wenig. Tot. Stirb. Jetzt haben wir den Zweihänder eingehört. Und mal schauen, wie viel Schaden der macht. Schlecht. Die Massenkämpfe machen mich immer noch am meisten Fun. Noch nicht bereit. Stirb. Aber so mal richtig hart draufhauen. Passion, bam, bam. Oh, los. Stirb, du Knecht. Ich will nur noch einen anderen. Kannst du lecker hier fertig machen. Oh, 100 EP. Was ist denn hier? Nichts. Aha, eine Truhe. Cool. Gold. Genau das brauche ich. Wie viel Gold haben wir eigentlich schon? Wofür wir uns so gut wie nie was kaufen. Also, weil man kauft sich eigentlich in diesem Spiel. Es reicht, wenn man noch in Tristram ist, ziemlich wenig, weil, guck mal, wir haben ja schon gesehen, jetzt. Warnung, wollt ihr zum Eingang des aktuellen Dungeons reisen? Nein! Will ich nicht. So, hol ich mir die Krone. Nein! Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst! Dann stirb! Du bist kacke! Das geht ja noch nicht! Hab ich euch gewinnt. Bist du stark gewesen, ey. Ich muss sagen, brauche ich nicht 9 Radius im Gold und Heilkörper ausgenommen werden. 2 Meter regeneriert dann in pro Sekunde Nahkampfangriff allein schon. Brauche ich nicht. 13? Cool. 1 bis 3 Kälteschaden erhöht den Angriff. Das Geschwindigkeit muss abgezeichnet. Schaden nehme ich das doch. Das, wie viel hat das jetzt wert gewesen? 56 brauche ich nicht. Das muss ich mich, nee. Warte, da behalte ich den Dolch und schmeiß den weg und nehme lieber mal den hier. Wenn ich jetzt mehr Bock habe, das kann auch weg. So, habe ich jetzt mal mehr Bock auf. So, jetzt. Und ein Stadtportal.
brauche echt lange, um zu so einem Stadtportal zu machen. Etwas zu lang für mich. Ui. Also mit dem Typen müssen wir rein. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Und weißt du eigentlich, wie egal mir das ist? Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann folgt mir und perfektioniert euer Handwerk. Ich habe tödliche Aufgaben vor mir und ich werde eure Waffen benötigen. Okay. Leoriks Krone wurde neu geschmiedet. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Ich werde ihn vernichten und den gefallenen Stern finden. Okay, gut. Benutze den Wegpunkt, um neue Tristraum zu Garten der Kathedrale zurückzukehren. Friedhof, Garten der Kathedrale. Oh, das müssen wir jetzt komplett von vorne anfangen. Nee, ach ja, hier wollen wir. Jetzt kommen wir ja auch darunter, gut. Oh, jeder weiß, dass es jetzt ein Haupt-Endboss wird. Bossgegner. Bossfight, 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 Bossfight. Kämpft, 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 kämpft. Das finde ich auch immer cool, dass diese Skelette aus den Fässern kommen. Ja, wie so fette, fette. Fugu. Bum, bing, bum, bang. Bum, bang. Bum, bum, bing, bing, bang. Bing, bang, bang. Haut drauf, haut drauf, haut drauf. Pam, 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 pam. So. Oh cool, haben die alter Schwede. Alter, hör auf zu lecken! Stirb! 15, 14 und die 14 weg. Für die Leute, die nicht wissen, wie ich das so schnell anziehe, Rechtsklick. Ach, ich warte jetzt mal. Ich glaube, da hinten geht es nämlich zum Bossfight. Wenn schon alles zerstören oder hier könnte es auch zum Bossfight gehen, ich weiß es nicht. Stopp. Alter, ist das ein Armee. Oh, das geht gar nicht. Und tot. Cool, habe ich ja noch keinen gehabt. Oh, ich will nicht Dreckskackgürtel haben, ey. Also ich doch leider noch einer. Nein, da gehe ich nicht hin. Noch nicht. Ist eine kleine Antwort, warum ich mich jetzt gerade zurückgezogen habe. Ich habe mich zurückgezogen aus einem Grund, weil ich gucken wollte, erstmal hier hinten mich umschauen wollte und mit einem bärsten, fliegenden Drachen, Fledermäuse, was auch immer und stirb. Aber ich muss eine Sache sagen, ich hasse diesen komischen Spawn-Viecher, also die anderen, die Skelette spawnen lassen. Mann. Und stirb! Scheiß Skelett! Also lustig finde ich meine, ich bin aus, ich kenne so einen PvP-Server, sag ich jetzt nicht die AP, ist mir am Ende so immer nicht. Ach, ich sag sie doch, Roma Craft Mokka. Ciao! Habe ich von einem Freund und ich muss sagen, wenn man ist halt ein PvP-Server und da, wenn man halt, habe ich halt schon voll auf die Rüstung verloren.
Oder nee, das war nicht bei dir so, da war so ein Warp Jump und da haben die mich als runtergehauen, weil die in PvP-Zone war. Und ne, dann hatte ich immer voll die Ausraster, weil die mich da fertig machen. Weil die mich da als runterschmeißen, ne? Ausraster, so kommen so fünf Viecher auf einmal, also fünf Typen auf einmal, ne, bam, 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 alle runter mit Schwert und alles. Und einmal, ne, ich will mir so, einer fällt mit die Ausrüstung runter, bam, was mache ich? Ich spreng daher und was passiert? Mir wird so geklaut, ey. Und jetzt reden wir nicht mehr über Minecraft, sondern über Diablo und die Kaputtschule-Säule. So, einfach mal drauf, ey. Ja, hässliche Viecher. Brauche ich nicht. Weg schon mal zwei geht und weiter noch mal brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht und also. Ich brauche Wut. Leck mich, du Kacksackflutscher. Die Mütter immer gibt es für jede Sache so Spawnviecher. Hier gibt es die Skelette, die Viecher dafür. Da gibt es noch die kotzen Mütter. Und warum müssen die unbedingt kotzen? Warum kacken sie nicht? Warum? Warum man nicht so Voodoo Voodoo wie die da? Und dann kommt er so, oh nein! Leck mich am Arsch, du Es hätte jetzt nie erwartet, dass die Rüstung nur so wenig Schaden hat. Ach, kack ich jetzt aus Auskontra. Nicht genug Wut. Oh. Erstmal schnell Heiltrank gönne ich mir. Ich bin wieder gesund. Also das war ein geiler Kampf jetzt. Ging zwar schnell, aber der war schon hart. Einfach nur noch drauf, Bellmann. Speicherpunkt. Oh, jetzt König Leo kommt. Ich will kaputt machen. Kann aber nicht. Kämpfen wir jetzt gegen König Leoric. Ach so, kommt er noch nicht. Kommt erstmal der Typ. Meine Hiebe vernichten. Haltet eure Zauber aufrecht. Ave Magistros. Ave Registros. Ave. Eure Magie wird schwächer. Ich bin frei. Nun, zurück zu meiner Mission. Hm? Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung okay. zu finden. Und ich werde euch reich belohnen. Let's go! Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich komme, den Skelettkönig zu töten. Ich ebenso. Was war das jetzt? Jetzt war gerade ein Volleck. Säbel, pack ich mal ein, pack ich mal ein, pack ich mal ein und schmeiß ich mal raus. Ha, cool. 24 getötet, dann gehe ich mal an, nehme ich lieber was hier. Oh, meine Fresse, nee, könnt ihr, versteht ihr es nicht? Ich will keine Armbrust. Achso, hier war das. Schätze ich mal. Nicht. Mir ist egal, ich geh jetzt auch nicht nach hinten. Mehr Wut! Ich werde stärker! Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Ich bin hier, um es herauszufinden. Wollte ich doch gar nicht aufheben. Es fehlt noch das, das und drin fehlt noch. Hier entlang! Da sind ja. meine Waffen! Ja. Er ist frei! Er darf sich nicht bewaffnen! Aber ich mach's.
Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ich weiß, dass Templer vertrauenswürdig sind. Wir kämpfen Seite an Seite. Kann ich mich ausrüsten. Mal schauen, was hier ist. Monster. We walk to the sunshine. Warum hat das jetzt geleckt? Wartet mal kurz, wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sind wieder zurück. Jetzt muss es nicht mehr lecken. Hoffe ich mal. Keine Ahnung. Bitte. Hä? Oh Mann. Warum kann ich den Gold nicht einsammeln? Das Gold nicht einsammeln. So. Nee. Laufe ich jetzt nicht lang. Ist mir egal. Ich will einfach nur diesen Typen töten. Komm, los! Lauf! Lauf! So. Oh, nee. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Ja, ich glaube, jetzt muss der Yonda kommen. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesem Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Juhu. Danke, danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Einverstanden. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Ja. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Er hat sich verdoppelt. Speicherpunkt und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Let's Play Diablo 3. Und bei der nächsten Folge werden wir gegen Yonda kämpfen. Wir schauen uns das kurz an. Was nehmen wir? Könnt ihr in den Kommentaren erscheinen? Nein, ich wähle das jetzt aus. Halt euch oder den Templer. Halt uns. Gut gewählt. Ja, und dann. Bis dann. Und bis zum nächsten Mal.